Hier ist eine Ausnahme für Frauen, die ihre Tage haben. Normalerweise gilt auch, wenn Frauen ihre Periode haben, können sie nicht At-Tawaf vollziehen, weil sie sind ja in einem unreinen Zustand. Es gibt aber eine Ausnahme, wie Ibn Uthaymin und andere erwähnt haben, für Frauen, die nicht rechtzeitig rein werden. Ja, man ist verreist, ja, zum Beispiel von Deutschland nach Mekka. So, und jetzt hat die Periode angefangen und die Frau weiß, also bis meine Periode fertig ist, sind wir wieder in Deutschland. Also wir bleiben nicht so lange, bis meine Periode zu Ende ist, sodass ich At-Tawaf, die Umrundung, also der Kaaba, nachholen kann. Ibn Uthaymin rahimahullah und auch andere, er ist nicht der Einzige, der das gesagt hat, sie sagen dann in diesem Zustand, wenn es nicht anders geht, wenn es nicht möglich ist, dass die Frau nach Hause geht und dann später, wenn sie ihre Tage fertig hat, wieder zurückkehrt, um At-Tawaf zu machen, wenn das nicht möglich ist, dann darf sie ihren Tawaf machen, auch im Zustand der Unreinheit, also während ihrer Periode. Normalerweise, stellen wir uns vor, eine Frau wohnt irgendwo in Saudi-Arabien. Ihr ist es ganz, ganz einfach, dass sie jetzt mal nach Hause geht. Sagen wir mal, sie wohnt in Jeddah, das sind um die 70, 80, 90 Kilometer von Mekka entfernt. So, und sie wollte eine Umrah machen. Jetzt hat aber die Periode angefangen. Das heißt, da sagen wir dieser Frau, tut mir leid, du kannst kein Tawaf machen. Was machst du? Du bleibst in deinem Ihram-Zustand, kehrst erstmal nach Hause, wenn du möchtest, wartest, bis deine Periode fertig ist und du bist immer noch im Ihram-Zustand. Das heißt, du darfst nicht Parfüm, also Seife mit Parfüm benutzen und so weiter und so fort. Diese Sachen, inshallah, wenn Allah erlaubt, schauen wir uns diese Aspekte an, wenn wir über Umrah und Hajj reden. So, und wenn deine Periode fertig ist, dann fährst du wieder nach Mekka und machst deine Umrah fertig mit der Umrundung der Kaaba. Wenn jetzt aber eine Frau nicht diese Möglichkeit hat, sie kann nicht mal für ein paar Tage irgendwo noch bleiben, nein, der Rückflug ist schon lange gebucht, sie kann nicht dort bleiben und sie würde jetzt ihre Umrah verlieren, wenn sie zurückfliegt, dann, sagen die Ulama, dann darf sie ausnahmsweise selbst im Zustand der Periode die Umrah vollziehen, also auch die Tawaf, weil das alles andere kann sie ja auch während der Periode machen, aber die Umrundung der Kaaba, dafür braucht man ja die Reinheit. Und das ist eine Ausnahme für Frauen in ihrer Menstruation.